Stichwort Konflikt am Arbeitsplatz. Was sind Fürsorgepflichten, die ein Arbeitgeber hat? Der Arbeitgeber muss grundsätzlich dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu Konflikt kommt. Das ist aber natürlich in der Praxis nicht möglich. Es wird immer Konflikte geben, wo Menschen zusammenarbeiten. Und wenn es dann Konflikte gegeben hat, dann muss er einfach dafür sorgen, dass die geschlichtet werden, dass man da nicht eigentlich zum einfachsten Instrument greift und einfach gerade mal dann halt den entlohnt, den er denkt, wo der Verursacher könnte sein. Also da muss er wirklich gewisse Schlichtungsbemühungen annehmen oder angehen oder eventuell sogar eine neutrale Stelle einsetzen, die dafür sorgt, dass man da wieder Frieden hat am Arbeitsplatz. Wann kann man von Mobbing reden? Es gibt keine international anerkannte Definition von Mobbing. Darum ist das nicht ganz einfach. Aber man kann sagen, es geht immer um eine schikanöse Behandlung über eine längere Zeit. Also eine einmalige Abmahnung oder auch wenn mal etwas Schlechtes gesagt wird oder wenn jetzt auch im Arbeitnehmer mal nicht das interessanteste Projekt zugewiesen wird, dann redet man noch nicht vom Mobbing. Also es muss wirklich eine gewisse Systematik dahinter sein vom Vorgesetzten oder von den anderen Angestellten. Nehmen wir an, jemand ist nicht mehr arbeitsfähig, ist krankgeschrieben wegen Mobbing. Was denn und kann man so jemandem auch künden? Ja, da ist es dann relativ schwierig. Also wenn die Person vorher das geltend gemacht hat beim Arbeitgeber, dass sie gemobbt wird, und dann findet der Arbeitgeber, ja, jetzt ist es vielleicht am einfachsten, wenn ich dann die Person einfach entlasse, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Kündigung als missbräuchlich angeschaut wird. Also da muss er wirklich vorsichtig sein und, wie gesagt, die Schlichtungsbemühungen auch in Angriff nehmen. Wenn er dann eigentlich einfach kündet, ist die Kündigung kann die angefochten werden. Wie muss sich der Arbeitgeber beim schweren Vorwurf von der sexuellen Belästigung verhalten? Auch dort gibt es in der Regel zuerst Gespräch zu suchen, natürlich auch zu verifizieren, ob da etwas dran ist an dem Vorwurf, weil es kann natürlich auch für den Belästiger, wenn denn das gar nicht stattgefunden hat, kann das natürlich schlimme Konsequenzen haben. Also da muss er sicher einmal Abklärungen treffen. Auch hier empfiehlt es sich, eine neutrale Anlaufstelle zu schaffen, wo sich eine Person daran wenden kann, wenn sie das Gefühl hat, sie ist sexuell belästigt worden. Weil dort ist dann doch auch noch wichtig, bei sexueller Belästigung ist es relevant, wie das Verhalten bei der Person ankommt und nicht, wie es der Belästiger gemeint hat. Also das ist einfach noch ein wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst sein muss. Eine fristlose Kündigung ist möglich? Im Extremfall ja, im Extremfall ist das vielleicht sogar geboten, also muss der Arbeitgeber das vielleicht sogar machen. Wenn er zum Schluss kommt, doch, da ist jetzt wirklich eine extreme sexuelle Belästigung vorhanden gewesen, und er muss aufgrund von seiner Fürsorgepflicht das Opfer schützen und entsprechend den Belästiger künden oder eben sogar fristlos künden.